Hallo und herzlich willkommen zurück zu Crime Scene Cleaner. Ja, wir befinden uns wieder in unserem Zuhause. Finde dein Handy. Ich schau mal eben, ob wir noch irgendwas anderes hier machen können. Foto mit Paul, okay. Wir haben hier nicht alle Sachen hängen. Schraubendreher, kann ich nicht da reinhängen, ne? Fehlt der sonst irgendwo? Ich bin ja wieder hier Errungenschaften am Suchen. Vielleicht kann man den ja irgendwo rein, aber ich glaube, da ist nichts. Das kann man auch nicht öffnen. Ich kann den zwar aufheben, aber ich kann den irgendwo reinmachen. Schade. Gleiches gilt für die Päckchen. Das kann ich überhaupt nicht... Ah doch, Moment, öffnen. Da ist aber nichts drin. Hier ist ein Eimer drin. Das bringt uns aber auch nichts. Okay. Hallo, mein Süßer. Dexter, what are you doing up, boy? Dexter heißt der auch noch. Irgendwie passend. Ich weiß nicht, wer von euch Dexter gesehen hat. Oh, who let the dogs out? Streichel Dexter. Oh, wie süß. Konnten wir das auch komm nur mal her. Sorry, komm nur mal Dexter. Her. Braver Dexter, wie keine Zeit für einen Spaziergang. Es ist immer Zeit für einen Spaziergang und immer Zeit mit einem Hund zu spielen. Nimm mein Kleiner, mein Schätzelein, noch einmal, ein letztes Mal. Es tut mir leid, aber ich bin sehr, sehr hundeverliebt. Und wenn Hunde in Spielen kommen oder halt eben auch Katzen, dann muss man die natürlich streicheln. Das ist doch wohl klar. Ach, jetzt bin ich hier schon mein eigenes Haus am Untersuchen, ob ich was stehlen kann. Das ist auch nicht schlecht. Hier ist noch ein Brief, den sollen wir uns angucken, glaube ich. Sehr geehrter Herr Kowalski, ich hoffe, diese Nachricht erreicht Sie wohl. Toller Satz. Ich schreibe Ihnen, um Ihnen ein Update über den Gesundheitszustand Ihrer Tochter Elena nach den kürzlichen medizinischen Untersuchungen zu geben. Elena hat eine umfassende Reihe von Tests durchlaufen und die Ergebnisse zeigen, dass ihr Zustand sofortige und kontinuierliche medizinische Betreuung erfordert. Ja, das war das, was ich in der letzten Folge meinte, dass, ich hatte jetzt vermutet, jetzt ist es klar, dass unsere Tochter Elena, schwer krank ist. Um ihre Genesung zu fördern, ist es entscheidend, dass sie sich einen erweiterten Behandlungsprogramm in einer spezialisierten Einrichtung unterzieht. Dieses Programm wird sowohl langfristig als auch intensiv sein, um sicherzustellen, dass sie die bestmögliche Versorgung erhält. Ich muss Sie jedoch darauf hinweisen, dass diese Behandlung aufgrund der fortschrittlichen medizinischen Verfahren und des längeren Aufenthalts in der Gesundheitseinrichtung kostspielig sein wird. Mit freundlichen Grüßen, Dr. Hugo Steffens. Moment, kann man das... Achso, so kann man das drehen, aber da steht sonst nichts mehr drin. Okay. Öffnen Sie den Fertigkeitenbaum. Das ist neu, oder? Oder? Also hier haben wir jetzt auch einen Hochdruckreiniger drin, den ich im Übrigen nicht gefunden habe in der letzten Folge. Ich weiß aber, wir hatten mal einen. Erhöhte Radius. Erhöhte Stärke. Ist das ein Handy, was ich im Hintergrund höre? Ja, ne? Erhöhte Kapazität. Ich bin hier gerade beschäftigt. Ich kann nicht. Bittersweet Symphony. Spiele zum ersten Mal eine Musikkassette. Nein. Tue ich nicht und möchte ich auch nicht. Falscher Anruf. Aktionen, Orte. Na gut, aber Fähigkeiten. Also Reinigung, erhöhte Stärke in der Reinigung. Das wäre natürlich nicht schlecht. Verfügbare Punkte 5. Oh, da haben wir so einiges, was wir machen können. Also mit dem Mob, glaube ich, mit dem Schwamm wäre das, glaube ich, ganz gut. Widerstandsfähigkeit. Schwämme verschmutzen 20% langsamer. Das würde ich gerne machen, ja. Erhöhte Stärke erhöht die Fähigkeit von Schwämmen, schwierige Flecken um 25% besser zu reinigen. Finde ich auch gut. Achso, ich kann nur eins aussuchen. Deaktiviert, deaktiviert? Hä? Aber da steht doch jetzt deaktiviert. Aber den Punkt habe ich ausgegeben. Hä? Jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Muss ich mich denn für eins entscheiden? Da unten steht aber auch verschmutzen 20% langsamer.
Da kann ich zum Beispiel das Recht reinmachen. Also ganz verstehen tue ich es nicht. Erhöht alle Statistiken um 30%. Erhöht die Geschwindigkeit beim Verwenden von Wischmops und Schwämmen um 10%. Das ist bestimmt auch nicht schlecht. Wasserwerkzeuge. Möchten Sie... Ja. Mülleimer. Erhöht die Kapazität von Mülleimern. Oh, das wäre für mich ehrlich gesagt ziemlich gut. Wieso Lampen? Sie können eine zusätzliche Lampe tragen. Ich trage überhaupt gar keine aktuell, oder? Sie können eine zusätzliche UV-Lampe tragen. Ich sag mal, ich will die Mülleimer einmal erhöhen, weil das nervt mich sowas von tierisch. Zusammenkleben. Erhöht die maximale Anzahl kombinierter Müll... Nein. Ach, dann konnte man in der Demo quasi schon ein bisschen was von dem sehen, was wir jetzt haben. Nehme ich mal an. Dann würde ich das, glaube ich, sogar so lassen. Erhöht die Dauer des Reinigungssinns. Reduziert die Abkühlzeit. Nachdem man einen Fleck getreten ist, hinterlässt man weniger Fußabdrücke. Ja, das wäre auch ganz gut. Partner in der Zerstörung. Ja, das würde mich auch noch interessieren. Schwächt im Laufe der Zeit in der Nähe befindliche Flecken ab, was sie leichter zu reinigen macht. Okay. Kleine Leiter um schwer erstellbare... Ach so, die kann man dann mitnehmen, oder wie? Ja gut, ich brauche das alles nicht so unbedingt. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, ich spare auf das für den Mülleimer, dass wir noch einen Punkt bekommen. Und ja, warum ist der Stuhl hier eigentlich die ganze Zeit am Wackeln, wenn das Handy hier einfach nur dran ist? Mr. Kowalski, sorry to bother, but I have some good news and some bad news. Bad news first, Rob's boss, Big Jim, found out what we did. And he's the scariest guy I know. But, here's the good news. He's not mad at all. In fact, he is so cool with what happened and is impressed by your skills, he'll probably hire you. So, yeah, good luck. This is insane. What the hell did you get me into, Tyler? Okay. Wir lassen das jetzt mal so stehen. Müssen wir hier denn noch irgendetwas machen? Das sieht jetzt vielleicht ein bisschen... Ich komme da nicht hinten hin, ne? Die Pfanne, die sieht aber schon fertig aus. Entschuldigung. Das fängt ja schon richtig gut an hier. Ich kann hier nichts hinstellen, ohne dass alles umfällt. Ach, du kannst mich mal. Gut, es ist aber soweit alles gespült. Also ich denke mal nicht, dass ich da irgendetwas machen muss. Ich dachte, vielleicht muss ich da noch irgendetwas säubern oder so. Kann ja sein, ne? Dass ich Tatorte säuber. Soll ich den Müll rausbringen? Kann ich den Müll überhaupt rausbringen? Hier unten... Aber hier stehen überall Mülleimer. Wie viele Mülleimer habe ich hier bitte schön? Ach so, da hinten, oder? Nee, da bin ich nicht rausgegangen. Kann man sich da irgendwas kaufen oder so? Auch nicht, ne? Benutze. Danke, dass du meinen Hintern gerettet hast. Ha! Herr Kowalski, Sie sind wirklich ein Geschenk Gottes für alle Trottel wie mich. Ich bin kein schlechter Mensch, definitiv kein geborener Killer. Aber dieser Arsch hat mich kalt erwischt. Es war er oder ich, wie auch immer. Ich hoffe, Sie haben den Umschlag gefunden und sind nicht sauer, dass ich schnell abhauen musste. Das war einfach zu stressig. Mann, ich konnte es nicht ertragen. Nochmals vielen Dank, Tyler. Doch, warum auch nicht? Ne? Machen wir einfach ein eigenes Geschäft auf für sowas, ne? Herr Kowalski, ich weiß, es sind erst 5 Jahre vergangen, seit Ihre Frau verstorben ist, aber das... Wirklich schreckliche Wetter in Kombination mit der hohen Luftverschmutzung in unserer Region beschleunigt die Verwitterung von Grabsteinen. Ja, super. Ich kann Ihnen einen Rabatt von 20% auf die Renovierung des Grabes Ihrer Frau anbieten, sodass sie nur $320 kosten würde. Glauben Sie mir, das ist ein Schnäppchen. Ich bezahle doch nicht dafür, dass irgendjemand einen Grabstein macht. Dann sollen sie den einfach wegmachen, wo gut ist. Mit freundlichen Grüßen, Peter Sutcliffe. Grabsteine werden sowieso überbewertet. Warum habe ich eigentlich diese Kondomhandschuhe hier an? Diese Einzweckhandschuhe. Hallo, mein Kleiner. Ich will ja. Ich kraul dich nochmal. Dann gehe ich ins Bett. Du auch hoffentlich. So.
Das ist nicht mein Bett, das ist das Badezimmer. Aber da können wir mal kurz einen Blick reinwerfen, ob wir irgendetwas haben, wodurch wir vielleicht eine Errungenschaft kriegen würden oder so. Man weiß es ja nicht. Sieht mir jetzt aber nicht so aus. Sieht mir sogar alles... Das sieht mir viel zu clean aus hier, ne? Wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin. Oh. Drücken Sie T, um den Codex-Eintrag zu sehen. Ja, das ist das Zimmer von meiner Tochter, die offenbar hier schon Patient war. Und ja. Dich kennen wir doch so ähnlich von der Optik her, von einem anderen Computerspiel, oder nicht? Wobei ich auch mal sowas Ähnliches damals genäht hatte. Das weiß ich noch. Allerdings ohne Vorlage. Also ohne, dass ich das... Ups, wusste. Habe ich die jetzt da reingeschoben oder was? Upsala. Ich gehe mal lieber wieder raus. Ich gehe mich mal lieber erstmal hinlegen. Und noch mal kurz das Bild von meiner verstorbenen Frau anscheinend angucken. Nichts auf der Rückseite. Oh, Bierflaschen neben dem Bett. Möchtest du einen Tag beenden und die Geschichte fortsetzen? Ja. Mikos Spa und Wellness. What if that motherfucker finds out? No worries, pals. He's too dumb to suspect a thing. Loving familia. Just don't chicken out at the last moment, gentlemen. I mean, yeah. Just shove it down his throat. Got it in the bag, guys. Big Jim? More like a big pussy. Oha. Was ist das für ein Schwamm? Finde dein Handy. Ja, was auch sonst. Missionen von deinem Computer annehmen. Moment, der war... Oh, mein Hundi. Hundi. Hundi ist selber mit sich Gassi gegangen. Mein Hundi ist da. Ich weiß, es klingelt das Telefon. Na? Did you know Daddy started a criminal career? Ja, möchtest du auch eine kriminelle Karriere beginnen? Nein, du sollst unschuldig bleiben. My name is Jim. Big Jim. The dead guy in your trunk, Rob, used to push the product for me. He had this freaky hobby, and I was looking to cut ties anyway, so no sweat. But I have to say, I'm impressed by what she did in his apartment. That shit'll never look better. So here's the deal. You either start cleaning for me, or I'll have someone else wiping your blood off my shoes. Sounds fair? Going from underpaid janitor to working for the biggest crime boss in the city? Talk about overnight success. Ja, also ich behaupte jetzt einfach mal, finanziell könnte das sein, dass uns nichts Besseres passieren konnte. Ist gut da draußen, alles okay. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt hören konntet, aber hier fahren irgendwie immer die Motorräder, die drehen total auf. Kreditantrag abgelehnt. Okay, Herr Kowalski, Ihr Kreditantrag wurde abgelehnt. Leider qualifizieren Sie sich mit Ihrem derzeitigen Gehalt als Hausmeister für keines unserer Angebote. Alles Gute wünscht Ihnen Leon, der Kreditmeister. Okay, ich schreibe mal eben eine Antwort. Sehr geehrter Leon, der Kreditmeister. Ich habe meinen Beruf jetzt gewechselt und arbeite für den größten Gangsterboss der Stadt. Dementsprechend brauche ich Ihren Kredit nicht mehr. Viele Grüße, Kowalski. So. Dann haben wir noch eine Mission. Okay. Ach so, das ist von Big Jim. Ach, ich wollte gerade nämlich noch sagen, wenn wir jetzt beides parallel machen, welche Aufträge muss ich dann als erstes machen, damit die Zeit nicht abläuft, falls überhaupt irgendwo die Zeit abläuft. Aber das ist von Big Jim. Okay, dann verstehe ich das. Wellness-Probleme. Sah so ein bisschen so aus, ja. Die Arbeit, die du bei Rob gemacht hast, war lobenswert. Ich habe eine Testaufgabe für dich und später einen echten Job.
Wie, das ist nur die Testaufgabe? Na gut, sie gibt mir 7.500, das ist okay. Denk daran, für mich zu arbeiten bedeutet hohe Bezahlung. Das ist immer gut, aber ich verlange Loyalität. Jetzt lass uns zur Sache kommen. Nimm alle Vorräte, die du brauchst und geh zu Mikes Wellness Center. Übrigens, Mike ist mein Cousin. Oh, wenn du dich beweist, werde ich dich großzügig belohnen. Ist Mike jetzt derjenige, der tot ist? Oder wenn das sein Cousin ist, was macht er mit mir, den er überhaupt nicht kennt? Ich habe keine Ahnung. Meine Tochter hat geschrieben. Hallo Papa, ich weiß, dass du viel arbeitest, aber ich wollte dir erzählen, wie es mir geht. Es ist immer noch seltsam, ohne dich zu leben, aber ich gewöhne mich langsam an diesen Ort. Wir haben normale Unterrichtsstunden. Es gibt hier andere Kinder in meinem Alter und einige von ihnen sind wirklich nett. Ich denke, sie wollen sogar Freunde sein. Es ist wohl nicht so schlimm, wie ich dachte, aber ich vermisse dich sehr. Ja, ich hoffe, ich kann dich bald sehen. Sag Dexter von mir Hallo. Ich hab dich lieb. Ja. Nun gut, genug der Sentimentalität. Wir wollen ja noch was schaffen heute. Dexter, mein Schätzchen, ich bin mal kurz raus, ja? Ich muss mal eben für die Mafia einen Auftrag erledigen, okay? Du behütest das Haus hier, okay? Wo bin ich denn da reingekommen überhaupt? Da war es nicht, ne? Hier kann ich auch gar nicht drücken, glaube ich. Das war doch die Küche. Nee, das ist... Ach, hier ist es. Oh. Brauche ich irgendwas? Nee, ich muss nur zum Auto gehen. Mission? Blutprobe. Blutprobe? Das hört sich seltsam an. Aber gut. Warte, was? Falscher Anruf 5000? Ach so. Nee. Ach so, das sind die bereits Erledigten. Die kann man dann nochmal machen. Ah, ich habe mich schon gewundert, weil falscher Anruf hatten wir doch schon. Das ist gut zu wissen. Okay, dann geht's los. Ich dachte gerade, ich schließe meinen eigenen Wagen kurz. Kapitel 1. Blutprobe. The man you never want to mess up with, or even know in the first place. To kill his own family like this, his name will haunt me until my grave. Okay, ich hatte nicht ganz Unrecht. Das ist wohl sein Cousin, der tot ist. Hello? Hello, Mr. Kowalski. I'm now taking charge of this place as an inheritance from my cousin, so my schedule is a bit tight. However, you can take your time while dealing with his body and this whole mess. Thanks. I'm getting down to work. That's what I like to hear. Sie können sich Zeit lassen. Das ist ein Satz, den ich jetzt gut fand, aber auch irgendwie schlecht, weil das heißt, dass man wahrscheinlich später nicht so viel Zeit hat. Geschichtsmagazin. Ägyptische Geheimnisse und Schlüsseln. Vollständiger Leitfaden zum Jenseits. Ah ja, okay. Gut, was haben wir denn? Wasser muss ich erstmal gucken. Wasser ist hier links. Was logisch ist, weil da die Toilette ist, kann man die nicht öffnen. I need to open it from the other side. Ah, okay, von der anderen Seite aus. Nun gut, dann kümmern wir uns jetzt erstmal... Wir haben ja eh kein Wasser aktuell. Irgendwie müssen wir aber hier reinkommen, um erstmal Wasser freizuschalten, sozusagen. So, da war aber auch noch was. Oh, das hätte ich jetzt fast übersehen. Wo ist denn... Kann ich das hier links machen oder muss ich dafür wieder so ein... Ne, ich muss dafür wieder den Wasserhahn benutzen. Das war nämlich das, was ich jetzt wissen wollte. Das Gute ist... Lampe. Moment, Lampe. 8 Lampe ausrüsten. Lampe ein- und ausschalten. Eine Lampe kann in einigen dunklen Räumen, in denen es schwierig ist, jedes Detail zu erkennen, von unschätzbarem Wert sein. Du kannst sie auf den Boden stellen und einschalten, um ein starkes Licht zu erzeugen, das die umliegenden Bereiche beleuchtet, ohne dass du sie
ständig bedienen musst. Kann ich nicht einfach das Licht anmachen? Ich meine, gut, das, wenn das ein Lost Place wäre, aber... Okay, also Werkzeugrad. Ach, stimmt. War das vorher auch schon drin? Ach, jetzt haben wir auch den Hochdruckreiniger. Ah, super. Moment, 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 Moment. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte das Schwämmchen erstmal. Und ich wollte hier erstmal den Weg ein bisschen frei machen, bis dahin, wo wir das Wasser holen können. Hier ist, glaube ich, sonst nichts mehr. Muss ich den Hochdruckreiniger noch hier dran machen? Ich glaube nicht. Aber den braucht... Ja, doch, da hinten vielleicht. Benutze. Weil das ist ja so ein Spa-Bad, ne? Da wäre es, glaube ich, besser, wenn wir das Ganze vernünftig sauber machen. Oh. Stimmt, da ist ein Ring. Ein bisschen aufpassen, dass der nicht wegkommt. Sehr schön. Achso, den vermisst keiner. Okay. Ich dachte, es wäre vielleicht ein Beweisstück oder irgendwas, aber anscheinend nicht. Hier ist sonst kein Blut drin, aber der ist offen. Schließfachkarte. Okay, die nehmen wir natürlich mit. Das können wir nur aufheben, aufheben, aufheben. Wollen wir aber nicht. Schließfachkarte. Was stand denn da drauf jetzt gerade? Ich habe es gar nicht. War das das hier? M39? Nee, oder? Wobei, das sind ja auch keine Schließfächer, fällt mir gerade auf. Schließfachkarte. Haben die hier tatsächlich Schließfächer, oder? Worum geht's jetzt hier? Mein Blick sieht nichts. Okay, mein Blick sieht sehr viel. Okay, okay, okay. Na? Ich wollte ihn eigentlich aufladen. Weil der ist ja halb leer. Anscheinend kann ich das so nicht. Muss ich dafür den Eimer benutzen? Ich habe das schon so lange nicht mehr gemacht. Hm, wir machen es erstmal so. Ich weiß noch, dass der... Ich dachte gerade, kommt jetzt irgendwas von wegen Polizei kommen. Ja, zu weit weg. Ja, ja. Dann stellen wir mal hier in die Mitte rein, aber zack. M095, ja doch. 25. Das sind doch die Spinde hier. Moment, da muss ich nochmal eben. 25. Oha. Apparently, criminal savoir vivre does not allow taking weapons to the sauna. Okay, okay, okay. Und das andere weiß ich jetzt gerade nicht. War das der hier? Das war nicht der. Der auch nicht. Won't budge. I need to find a matching card. Hä? War das von dem Spind, den ich eben geöffnet hatte? Ich hatte doch noch eine Karte gerade bekommen. Hm. Okay. Das müssen wir wahrscheinlich kaputt machen, nehme ich mal an, oder? Oder auch nicht. Moment. Ich weiß noch nicht genau, wo das Ganze hinkommt, aber da guckt man dann gleich mal. Ach, wechsle die Düse. Der ist aber leer. Ich will nicht die Düse wechseln. Da. Ich weiß echt nicht mehr, wie man das Ganze...
Ach, mit der linken Maustaste. Mit E kann ich es nicht machen, aber mit der linken Maustaste. Okay. Gut. Hab nichts gesagt. Alles okay. Wo war ich dran? Da. So. Ich glaube, so ein Hochdruckreiniger ist manchmal ganz gut. Ich habe damit die Terrasse mal sauber gemacht. Das war eigentlich recht gut. Ich weiß nicht, das ist, glaube ich, kein Blut mehr da hinten, oder? Doch, hier ist noch ein bisschen Blut. So. Sollte eigentlich so viel besser damit gehen, aber eigentlich habe ich so das Gefühl, das dauert länger. Die Frage ist, wenn ich das mit einem Hochdruckreiniger mache, ist das wahrscheinlich... Oh, jetzt bin ich da reingelaufen, oder? Ja, natürlich. Oh, wie ich das hasse, immer wieder hin und her zu laufen. So. Wo waren die Flecken jetzt noch hier? Und hier ist klar. Da ist ja noch das ganze Blut. Das andere, denke ich mir mal, mache ich mal lieber mit dem Schwamm. Wäre vielleicht besser. Aber was mache ich mit dem Schwimmbecken? Kann ich das irgendwie, ja, ablassen oder so? Aber dann sieht man wahrscheinlich Blutreste, wenn man das genauer kontrolliert, oder? Bin mir nicht sicher. Oh, das sieht gut aus. Und wie immer ist das Ding schon wieder leer. Und wir laufen einfach hin und her. Ich singe ungern, wenn meine Stimme total im Eimer ist, aber ich singe halt auch gerne. Da müsst ihr euch dann leider mit abfinden. Es tut mir leid. So. Ich glaube, wenn das zu weit weg ist, dann hat er auch nicht so die Kraft, das Ganze zu machen. Habe ich so einen Eindruck. Okay. Das ist ja eine richtige Sauerei hier. Vor allem, woher das ganze Blut, das verstehe ich nicht so ganz. Ich meine, wenn das so ist, wie man das jetzt gehört hat, ne, von wegen rammt ihnen das Ding in den Hals, ich gehe mal davon aus, die meinen den, was hatte denn da, Schraubendreher oder sowas, dann würde ein bisschen Blut bei demjenigen sein, der gestorben ist, ja, aber doch nicht hier so ein riesen Blutbad hier. Obwohl doch, da stand was von 5 Personen, ne? Oder wie war das? Das war jetzt, oh ja, der erste liegt schon mal da hinten. Ich sehe schon. Ich kann mich jetzt leider nicht um irgendwelche Kleinigkeiten hier kümmern, Jungs. Tja, aber wie ich das mache, ich habe absolut keine Ahnung. Ich hoffe, ich kann es irgendwo ablassen. Ich hoffe, ich mache jetzt nichts hier von dem Marmor oder was das ist kaputt. Das wäre nämlich nicht so gut. Ich weiß ja auch nicht, ist ja ein Familienunternehmen, ne? Ich weiß ja nicht, wer das dann weiterführt. Ich nehme mal an, der Mafiosi-Bus wird das dann weiterführen. Oh, natürlich, in dem Moment, wo ich hinlaufe, wird es wieder... Hier noch eine andere Stelle, ja, da hinten in der Ecke, aber da komme ich jetzt noch nicht hin, weil das ist, ah, da unten ist noch ein bisschen was, weil das ist dreckig. Okay. Na gut, wo haben wir dich denn, oh, da. Oh, was ist das denn, wieso ist da so viel dreckig? Hm. Aber
Ich glaube, das war's jetzt, oder? Nein. Pack das Ding weg, Mann. So. Die Sachen sind eh alle schon kaputt, also ist eh kein Verlust bei hier. Wichtig ist halt, dass der Boden erstmal sauber wird. Ich dachte gerade, er hat keine Beine mehr. Doch, hat er aber noch. So, was hat die Putzkolonne noch zu tun? Ja, ich weiß, ich weiß. Er ist sowieso wieder leer. Ich liebe es. Stell die Möbel wieder an ihren Platz. Ich weiß nur nicht, wo die Möbel gestanden haben. Das ist das Problem. Moment. Das soll hier hin. Das dahin. Und das nehmen wir mit hier hin. So. Das sieht schon ganz gut aus. Was haben wir denn hier? Schon wieder ein Beweismittel. But as I've been shopping, taking out Big Jim, I got connections with his cousin Mike from the old school days. I'm gonna sweet talk him into slipping some poison into Jim's family dinner. Your job? Make sure no funny business happens during our meeting. They had a well thought out plan. Mike and Rick could execute well, but got executed instead. Tja, passiert. Sah jetzt gerade so dreckig aus. Aber da ist kein Blut mehr drauf. Nee, das ist kaputt. Könnte man natürlich auch mal eben machen. Mülleimer. Schnappen wir uns mal eben alles, was wir hier noch finden. Damit wir den Teil so gut wie möglich zumindest schon mal durch haben. My janitor training comes in handy once again. Ja, ist doch immer wieder gut. Da ist nichts dran. Ist doch immer wieder gut, wenn man Qualifikationen mitbringt, ne? Okay, aber ich schätze mal, das sind keine Beweismittel. Gucken wir gleich nochmal kurz wegen dem Schraubendreher. Könnte natürlich auch Beweismittel sein, ich weiß es nicht. So, stellen wir das schon mal. Da kam ich rein, ne? Stellen wir das schon mal hier in den Eingangsraum. Und wo kommst du hin? Achso, da drauf wahrscheinlich, ja. Okay. Na? Gehst du hoch? So ist gut. Hier sieht es eigentlich soweit gut aus. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das von dieser oder von der anderen Seite aus ist. Oh, falsche Taste. Schwämmchen. Bin ich mir nicht sicher, ob ich das eben schon mal benutzt habe. Okay, es ist von der anderen Seite aus. Ist ja auch irgendwie logisch, weil von der anderen Seite aus ist das alles passiert. Aber hätte ja auch im Eingangsbereich irgendwas schon passiert sein können, ne? Deswegen... So... Da ist noch was. Aber das sieht jetzt gut aus. Was ist denn da hinten? Our solarium guarantees a very even tan all over the body. Please enjoy it to the fullest. More like a very balanced barbecue experience all over the body. Cleaning comes before fixing. Erst die Reinigung, dann die... Ja gut. Eieieiei, okay, dann nehmen wir mal etwas Wasser mit. Ich denke mal, dass wir da eigentlich auch die Lampe hinstellen sollen. Ach so, UV-Lampe ist das. Ach, Moment. Ich dachte, das wäre eine normale Lampe. Oh. Was ist das? Was ist das? Nein, nein. So doch nicht. Alter. Ah, so kann ich es hochheben. Oh Gott.
So, da ist überall Blut dran. Nee. Ach, ich drücke immer die falsche Taste. So, machen wir das jetzt erstmal hier sauber. Ich meine, der Raum ist klein, sonst hätte ich den anderen erstmal weitergemacht. Aber da ich den hier ehrlich gesagt am Anfang übersehen habe und der Raum relativ klein ist, ja, ne, warum sollte ich dann jetzt den anderen weitermachen? Machen wir erstmal das hier. Nee, oben ist Blut, unten nicht mehr. Oh, du bist schon wieder voll. Okay, das sieht gut aus. Oh. Okay, da drunter kommt noch was. So, das müssen wir gleich machen. Aber erst nochmal ein bisschen sauber machen. Können wir die schon mal aufstellen? Jetzt? Ja, wie soll ich dich denn noch reinigen? Ich kann nur drumherum reinigen, aber ich kann den doch nicht mehr reinigen. Ich muss den noch aufstellen, damit ich da drin reinigen kann, oder nicht? Das verwirrt mich jetzt ein bisschen. Dass der sich hier so anstellt. So. Das haben wir auch gleich. Ah. Ich glaube, jetzt wird es gleich ein bisschen heller hier drin. Nicht umwerfen, bitte. Das hatten wir schon. Okay, vielleicht wird es auch nicht wirklich heller. Ja, klar ist das Arbeit. Aber man muss dazu sagen, wenn man pro Nacht... Ich meine, gut, man macht natürlich was Illegales, ne? Aber wenn man mal bedenkt, dass man pro Nacht... das war jetzt... schlecht verdient, sage ich mal, 5000 bekommt, das ist schon einiges. Also vielleicht brauche ich ja doch die Trittleiter. Oh Leute, ernsthaft. Soll ich denn da richtig rankommen? Dahinter ist noch was. Warte mal, oder ist das jetzt... Oder ist das voll? Glaube ich nicht. Moment, das machen wir auch mal eben sauber. Jetzt ist nichts mehr dran, ne? Nur noch das da drin. So, dann gucken wir hier mal kurz. W024. Die Sonnenbrille brauchen wir wahrscheinlich nicht. Das geht gleich an, wenn ich da irgendwas mache. Gucken wir erstmal W024. Ich sehe hier gar nichts. 14. 22. Hä? 22. 23, 24. Das wäre das hier. Nee, das ist M. Moment. Das ist komplett... Ach, das sind verschiedene Bereiche. Okay, also wir haben es ja jetzt erstmal. Beth, mir ist so langweilig, Schatz. Ich bin jetzt schon eine Stunde hier. Mike, nur noch 10 Minuten, Baby. Ich mach's wieder gut. Beth, kauf mir einen Whirlpool wie den, den du hier hast. Mike, wenn wir Jim loswerden, können wir das ganze Geschäft kaufen. Und in Malibu unser Gehirn rausvögeln. Sie war Mikes Frau, offensichtlich. Sie planten einen Coup.
but Jim outsmarted him. First things first, gotta scrub, scrub, scrub. I can't put it back like that. Wieso kannst du das nicht zurückstellen? Da ist doch jetzt gerade überhaupt gar nichts. Und hier kann ich nicht sauber machen, wenn der Rest nicht fertig ist. Hä? Öffnen kann ich es nicht, weil das Ding halt da drauf ist. I should clean it first. Es ist doch sauber. Ja, da ist nichts mehr dran. Man sieht keinen einzigen Tropfen. Ich verstehe das nicht. Wo soll ich denn da noch was reinigen? Jetzt sag mir nur nicht, dass das vielleicht verbuggt ist oder so. Dann dreh ich durch. Ich verstehe es wirklich nicht. Na, wirst du das jetzt wohl da weiter reinschieben? Ich verstehe es wirklich nicht. Keine Ahnung. Oh. Okay. Okay. Alles gut. Also bis auf die Leiche natürlich. Alter. Ja, dann geh mal weg da, damit ich hier mal ein bisschen Platz habe. Ich glaube, die ist auch ziemlich voll jetzt, oder? So. Oben ist auch noch was. Müssen wir natürlich auch nachgucken. Okay, da sehe ich jetzt zumindest nichts auf dem Boden. Ich dachte nicht, dass die jetzt Blut hinterlassen hat. Aber eigentlich streng genommen, was soll die für Blut hinterlassen, ne? Das ist eine Leiche. Die wohl eher nicht geblutet hat, sondern, ne? So. Die Frage ist jetzt, machen wir die erst hier rein? Kommt der Container dann in den Wagen rein, oder? Ah ja, anscheinend ja. Dann kann ich da die Müllsäcke aber auch reintun. Ja, perfekt. Das habe ich nicht gewusst. Das ist super. Okay. Moment, hier habe ich jetzt das mit dem Wasser. Der Raum ist aber... Wie steht das Blut auf 30%? Hä? Da ist der andere Raum aber noch mit gemeint, oder? Da hinten ist noch ein bisschen was. Aber viel war da doch jetzt nicht. Und jetzt sehe ich hier auch nichts mehr. Leere den Pool. Ach so, ja, ja. Dann ist wirklich der andere Raum damit gemeint. Okay. So, dann nehmen wir das mit... Stellen wir das mal hier hin. Der Raum sollte jetzt eigentlich fertig sein. Ach so, meine Lampe sollte ich vielleicht wieder mitnehmen. Ich will die eigentlich... Ach so, nee, E gedrückt halten, nicht sammeln. Ah, ja, ja. Mit der Steuerung muss ich noch ein bisschen gucken. Das ist bei mir immer ein bisschen... Ja. Okay, das sollte ich vielleicht vorher auch mal reinigen, bevor ich es wegmache. Hm.
Die war doch jetzt eben schon kaputt, oder? Die Vase. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Aber ich meine ja. Na, schaffen wir das noch? Schaffen wir das noch? Okay, der ist, glaube ich, fertig. Das ist auch soweit in Ordnung. Der stand hier oben. Dann machen wir das doch mal direkt wieder da rein. Like no one was ever here. Ja, ne? Finde ich auch. So, dann... Wo ist mein Hochdruckreiniger? Da. Oh ne, jetzt habe ich den... Das war jetzt Blödsinn, was ich gerade gemacht habe, ne? Ja, natürlich. Natürlich. Müssen wir dich mal wieder auffüllen. So, einmal drunter. Eieiei, das ist aber auch eine Sauerei. Wobei tatsächlich, man möge es ja nicht glauben, so ein Hochdruckreiniger wirklich nicht allzu lange hält. Finde ich schon schlimm genug. Also was das betrifft, ist es hier schon realistisch gemacht. Allerdings weniger wegen dem Wasser, weil das kann man normalerweise mit so einem Schlauch an der Seite reinziehen, wenn man so einen Eimer hat oder so. Sondern in erster Linie wegen, ja, ich sag mal, der Batterie. Das Ganze läuft ja irgendwie betrieben. In dem Fall jetzt mit einer Batterie. Ich denke mal, dass das hier hinkommt, oder? Ja, dachte ich mal schon. I need to clear the way first. Dein Ernst jetzt? So, stimmen die dahin. So. Die stellen wir dahin. So. Hat keiner was von mitbekommen. Was mit dir ist, weiß ich noch nicht so genau. Ah, ein Beweismittel, okay. Natürlich bist du wieder leer. Na, komm schon. Ich sollte mir echt den Weg nach links mal frei machen, damit ich das da mal dran machen kann. Zwei Beweise. Also einen Beweis haben wir jetzt noch da hinten gerade gesehen. Oh ne, Moment. Die zwei Beweise waren da vorne. Moment, nehme ich den erstmal eben mit. Someone was feeling stabby today. Ach, die sind doch bestimmt in den zwei Spinden noch verschlossen, ne? Ja, ja, ja. Okay, dann können wir da jetzt wahrscheinlich auch noch nicht nachgucken. Huge guy. Genau, komm mal eben hier raus. Swiss cheesed with a sharp object. Ich hoffe, du tropfst mir jetzt hier nicht alles voll. Das wäre nämlich nicht so gut. So, einmal rein mit dir. Ich sagte rein, nicht obendrauf. I know someone is about to stab him. Peaceful death. To some extent. Ja, aber da ist sonst alles sauber. Also, das, wo ich jetzt gerade hingeguckt habe, nicht das ganze Bad hier. Das ist der Schatten. Da ist noch ein Beweismittel drin. Also ich gehe mal stark davon aus, dass wir hier irgendwo das Wasser tatsächlich ablassen müssen. Oh, es sieht doch viel schöner aus, wenn nicht das ganze dunkle Blut davor ist. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Das war mir so klar. Ja, ich muss hier vorne den Weg echt frei machen. Dann machen wir das noch einmal voll. So, das ist von der anderen Seite auch. Hier erstmal eben gucken, dass ich hier nichts habe, wo ich durchlaufen kann. Also Blut zumindest nicht, ne? So. Da hinten, ist das das? Nee.
Oder ist das hier rechts? Ach, hier ist das drin. Oh, Moment, Moment, Moment. Ich glaube, ich habe gerade auch die Ws gefunden, oder? Yes. Ich habe aber keine Ahnung, welches ich jetzt hatte. Moment, hier ist noch eine Karte. 34. Oh, Moment, was haben wir denn hier Schönes? Das nehmen wir natürlich gerne mit. So, das ist eh offen. Da ist noch Geld drin. Ich weiß nicht, warum irgendeine Frau das offen lässt, wenn da Geld drin ist, aber okay. Da ist auch nochmal Geld drin. Und Tee. Den Tee würde ich ja auch mitnehmen. Da ist aber nichts, was man sich irgendwie... Hätten ja jetzt auch Dokumente sein können, die irgendwie zum... zu den ganzen hier dazugehörten. Kann man das rausziehen hier? Nee, ne? So, das ist noch abgeschlossen. Das kann ich öffnen. Da ist auch Geld drin. Sehr, ist das ein Joint? Nee, das sind Zigaretten nur, ne? Stehle. Keine Ahnung, was das jetzt war. Aber hier, die kann ich nur aufheben. Na gut. Dann, was haben wir hier? Das ist Seife. Ach, ich dachte gerade, das ist ein Handy. Noch ein Ring, sehr schön. Und das ist dann, ich wollte gerade sagen, das ist dann der Weg darüber, den wir dann hier mit ein bisschen abkürzen können. Das ist super. Okay, dann machen wir hier mal weiter. Da hat einer einen Hammer liegen lassen. Direkt neben der Leiche ist natürlich nicht so intelligent, ne? Ja, natürlich ist das jetzt wieder leer. Aber diesmal brauchen wir nicht so lange zu gehen. Das ist immerhin schon etwas. Ich würde auch sagen, dass wir dann erstmal die Leiche wegtun. Die dürfte ja halbwegs zumindest sauber sein jetzt. So. One slice to the throat did the trick. Pretty quick death, given the circumstances. Das wäre dann die dritte. Wie groß ist das dann hier noch, wenn hier noch zwei Körper fehlen? Wahnsinn. Vielleicht noch einer hier im Wasser selber drin. Das kann natürlich auch sein. Das ist Müll. Okay. Erstmal eben hier oben sauber. Ich hoffe, ich habe jetzt nirgendwo drin gestanden. Hier sehe ich zumindest keine Flecken. Das ist vielleicht ein bisschen nah dran. So. Hallo, bleibst du auch stehen? Ach so, Moment, der steht auf irgendwas drauf, ne? Ja, kein Thema, dann bleibst du halt liegen. Auch gut. So. Das kann man sich wirklich fragen. M5. Warum ist das hier so komisch? So komisch rosa. Ist das normal? Es leuchtet so komisch. Na gut, gehen wir mal eben zu M5. Der ist jetzt grün. Nee, das ist jetzt ein anderer Moment. M5, das ist der hier. Aha, okay. Ah, ich weiß nicht, ob ich den aufmachen kann und soll. Theo's Pizza. I'll order one with pineapple for me and Dexter. Ich werde eine mit Ananas bestellen. Ja, genau. Aber kann man nichts machen, ne? Ja, dann lasse ich den mal da drin. So, okay. Da bin ich jetzt rübergekommen.
So, Hochdruckreiniger. Dich würde ich gerne stehend haben. Nein, ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Leider in dem Moment, wo es passiert ist. Da sind ja überall noch Flecken hier. So. Naja. Wie gesagt, wenn ich das zu spät gesehen habe, dann ist das natürlich doof. Hast du schon wieder leer? Mhm. Ich werde mich da nie dran. Hoppala! Dran gewöhnen, wollte ich gerade sagen. Ja, was lasse ich das auch so blöd da mitten im Raum stehen, ne? Das war ja wieder klar. So, Moment. Das packen wir mal eben weg. Das machen wir hier mal eben sauber. Das sind nur Schleifspuren, aber keine Dingsspuren. Okay. So, das stellen wir mal ab. Das darf ich nicht vergessen. Nachher laufe ich mich weg und vergesse das dann doch. Ein Pizzamesser. Alter, ernsthaft? Ein Pizzamesser zum Morden? Ey, die Leute lassen sich auch Sachen einfallen. Das ist echt nicht mehr schön. Ich meine, schön ist das sowieso nicht, ne? Aber... Okay. Ja, da weiß ich halt nicht, was das jetzt ist hier mit dem... Eigentlich müsste ich die andere Seite auch kaputt machen. Dann sieht das so aus. Na gut, ich meine, so eine Vase kann halt immer mal kaputt gegangen sein, ne? Ich weiß nicht, ob ich die andere Seite auch kaputt machen soll. Wahrscheinlich wird die gleich kaputt gehen durch meine Aktion hier. Bin mir nicht sicher. So ein Bild würde wahrscheinlich auf jeden Fall kaputt gehen, wenn ich das hier mit einem Hochdruckreiniger bearbeite. Ich komme ein bisschen drauf an, wie stabil das ist, klar. Ja, natürlich. Natürlich, natürlich. Das würde ich übrigens auch gerne mal eben machen. Kommt dahin. Weil mir das nämlich so blöd die ganze Zeit im Weg liegt hier. Gut. Ich glaube, dass das heute ein bisschen länger wird von der Folge her, weil wir heute doch so einiges mehr zu tun haben als sonst. Oder, ja, was heißt als sonst? Als die letzten zwei Male, ne? Ja, natürlich. Natürlich geht das dann kaputt. Ich hab's doch gesagt. Ist das da oben jetzt Wasser oder ist das jetzt... Hier sind immer noch Blutflecken. Na komm. Da ist immer noch ein Blutfleck da. Jetzt nicht mehr. Das ist so blöd, weil man es halt nicht sieht, ne? Ohne diesen... Ja, natürlich. Natürlich, natürlich. Aber ich glaube, ohne den Hochdruckreiniger käme man da... Ach, da vorne ist auch noch was. Käme man da auch gar nicht so gut ran. Das heißt, hier müssen wir dann auf jeden Fall noch... Eins. Einsammeln. Leere den Pol, wische das Blut auf. Einen Beweis haben wir auch noch hier. Aber die Körper, wo kriege ich die Körper her? Das ist halt so die Frage. Ja, stell's doch einfach hin. So. So. So much blood. I'm seeing red now. Ich
Es ist so schnell wieder weg, dass man das dann auch nicht sehen kann hier. Da muss man immer erstmal einen Moment warten. Hier hinten ist noch was. Gut, das muss ich auch noch reinigen. Na gut, die Vase ist jetzt eh kaputt. Da ist es jetzt nicht so schlimm. Da war noch Blut dran. Oh, sagt mir doch einer, dass wir hier unten überall noch Blut haben. Also können die sich mal entscheiden, ob die hier oben jemanden ermorden oder unten? So. Das können wir nicht ändern. Ich denke, oder? Ich denke, ich muss hier nur noch Müll einsammeln. Ich glaube, diese Ecke ist jetzt endlich mal sauber. Dann. Ja, natürlich muss der Mülleimer jetzt wieder voll. Ach so, die eine Ecke muss ich noch machen, ja. Ah, schwubbidiwupp. Zack. So, für einen Teil darf ich jetzt nochmal zurücklaufen, oder? Ja, okay, waren doch noch ein paar mehr. Ich dachte, den Rest habe ich schon. So, mein Hochdruckreiniger. Wir haben Blut an der Tür vergessen. Das ist zu weit weg, oder? Ja, das war so klar. Natürlich musst du jetzt auch noch leer werden. Sag mal, du bist aber kein guter Mitarbeiter hier. Ich mache den Job besser alleine. Muss man den nochmal auffüllen? So, mein Hochdruckreiniger und ich. Wir haben auch die schlimmsten Tatorte schon wieder gesäubert. So, hier ist nichts mehr, oder? Na, da unten noch was. Sonst glaube ich nicht. Kann ich hier um die Tür noch gehen? Ja. Da sieht auch alles gut aus. Die Frage ist jetzt nur, was machen wir mit diesem blöden Pool? Achso, da oben geht es noch weiter. Machen wir erstmal hier den Müll weg. Sowieso jetzt gleich wieder voll sein. Also was ich gelernt habe, je größer die Stücke sind, umso schneller ist das Ding auch wieder voll. Das nur so zur Info. Aber nervig ist es trotzdem. Can't pick up anything with a full bag. Ah, ist ja gut. Klack. So. Du bist auch noch Müll. Haben wir hier noch Müll? Da hinten? Oh, das ist auch nicht ganz sauber hier, ne? Das ist alles im Wasser. Da kann ich nichts mit machen. Das ist noch außerhalb. So, okay. Dann mal eben gucken. Das stellen wir hier hin. Das ist auch, glaube ich, einigermaßen sauber da an der Stelle, oder? Sieht zumindest aus. Nur die linke Seite muss ich noch machen. Achso, da habe ich noch was. Wollen wir das auch erstmal weg? Jetzt wegen einem Teil. Doch nicht? Boah, ein Wunder. Ein Wunder. Ich weiß nicht, ob das Ding hier kaputt geht, wenn wir das nicht mit der Hand machen. Deswegen machen wir das mal eben. Sag mir bitte, dass dahinter irgendein Generator oder irgendetwas ist, womit ich den Pool ablassen kann. Ich meine, gut, wenn man Blut ablässt, ist das natürlich auch nicht so toll. Wenn die wahrscheinlich auch hinterkommen. Moment, da ist noch ein zweites. Oder ist das im Pool gelandet eventuell? Da gehört eigentlich noch ein zweites hin. Okay. Oh, ich glaube, das war die Sauna. Und ich glaube, der ist erschossen worden. Was? Die Sauna kann Schlafstörungen hervorheben? Das habe ich auch noch nie gehört. Jetzt habe ich die angefasst. Das ist, glaube ich, nicht so gut, ne? Aber wieso? Wieso? Das ist doch ein Beweismittel. Wieso kann ich die nicht nehmen? Moment. Ich brauche meinen Freund den Hochdruckreiniger erstmal. Komm mal mit. Wir haben ja Arbeit. Wir haben ja ganz viel zu tun. Kann man den nicht noch weiter aufmachen hier? Kann man nicht. Nicht das Ding jetzt aus Versehen kaputt machen, ne? Die Tür. Nur weil man die nicht öffnen kann.
So. Ah, ich glaube, das ist eine neue Keycard, wenn ich das richtig gesehen habe. Gut, dass das hier übrigens alles Fliesen sind. Das erleichtert mir nämlich die Reinigung. Ich hatte jetzt hier aber, glaube ich, nichts gesehen, womit ich das Wasser auffüllen kann, oder? Och, Hallöchen! Du bist scheinbar auch mit einem Kopfschuss getötet worden. Ja, Augenkrebs hier. Okay, aber wir haben ja auf jeden Fall nichts, womit wir das jetzt noch auffüllen können. Das heißt, da müssen wir auf jeden Fall runtergehen. Na gut. Wenn der Weg frei ist, kann ich zumindest schon mal die Leichen entsorgen. Das ist dann schon mal ein großer Teil. Aber das mit den Patronenhülsen, das verstehe ich tatsächlich nicht, weil das sind ja alles Beweismittel. Die lasse ich jetzt einfach liegen, oder wie? Ich muss doch alle Beweismittel hier verschwinden lassen. Pistole habe ich ja schon, so wie es aussieht, die dazu passt. So. Wenn ich um dich herum einigermaßen gereinigt bekomme, dann kann ich dich nämlich auch hier wegnehmen. Genau, mach mal die Beine breit, dann kann ich da besser dran. So. Was war das? Okay. Aber ich glaube, dich können wir schon mal mitnehmen. The NB letters on his tattoo could stand for Norman Bates. Or Nomad Block, the notorious street gang. Either way, he shouldn't have gotten in Jim's way. Straßengang. Naja gut, ich arbeite für einen Mafiosi. Da ist es, glaube ich, egal, wer sich da mit dem anlegt. Die sind dann eh alle platt. So, Moment, du bist wieder mal leer. Dich müssen wir mal wieder auffüllen. Einen Körper müssen wir noch entsorgen, aber ich glaube, da ist, ja, da ist noch so viel Blut dran. Da müssen wir mindestens einmal noch mal neu auffüllen hier. Wenn ich schon was mache, dann mache ich das richtig, ne? Ich will ja nicht erwischt werden. Und meine Kunden auch nicht. Oh. Eieiei, wie kann das Blut bitte so hoch spritzen? Das ist so unrealistisch. Das sind zwei Leute, die erschossen worden sind. Einer sogar per Kopfschuss. Das kann dann so ein bisschen abspritzen, das ja, aber das ist doch nicht über die komplette Sauna verteilt, Leute. Das ist das Einzige, was ich an dem Spiel ein bisschen bemängeln muss. Ich meine, klar, das ist gemacht, damit man mehr Arbeit hat, damit man mehr reinigen muss und so. Aber es ist halt extremst unrealistisch, ne? Ja, es kann ein Blutbad geben. Wenn da jetzt eine Leiche reinfällt, dann ist natürlich der ganze Pool voller Blut. Das kann ich auch nachvollziehen, aber M14, das war wieder das Erste, ne? Die anderen waren W, glaube ich. M14, wo haben wir dich denn? Hier. Na, was haben wir denn da? Kann ich die Cola auch klauen? Anscheinend nicht. Aber er hat noch Ringe da. Boah, was zur Hölle sind das bitte für Ringe? Und was ist mit diesem Basketball nicht in Ordnung? Alles gut. Alles, es ist okay. Ja, geh da rein. Ich mach mal zu hier. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, der Basketball greift mich sonst gleich an. So. Ach, die muss man... Ah, doch, ich glaube, ich verstehe. Doch, doch. Man darf die doch als Beweismittel behandeln, und zwar indem man die wegwirft, oder? Wieso kann ich hier in der Ecke nicht sauber machen? Hm. Na, da muss ich aber sagen, das ging jetzt schnell. Na gut. Wie groß ist die Reichweite? Die Reichweite sollte ich vielleicht ein bisschen erhöhen von dem Hochdruckreiniger. Aber ich bin erst darauf aus, dass ich die Mülltüten ein bisschen erhöhen kann. Oh, Entschuldigung. Ich hoffe, Sie haben jetzt keinen Herzinfarkt bekommen, weil ich die Flasche hier aus Versehen kaputt gemacht habe.
Aber der sieht eh schon so tot aus. Ich glaube, den können wir sowieso entsorgen. This must be Mike, the owner of this place. Former owner of this place. I knew he always wanted to get at me. But he crossed the line by getting in contact with the other gangs. And nobody ever crosses Big Jim. Hey, at least it's more work for me. That's the spirit. Ne, finde ich auch. Immerhin bedeutet das für uns Arbeit. Wir brauchen das Geld. So, Patronenhülsen sind weg. Sehr schön. Ach so, du warst ja leer. Genau, dich müssen wir mal wieder auffüllen. Wir hoffen mal, dass wir den Rest eventuell noch... Aber wie soll ich das mit dem Pool machen? Ich kann den doch nicht... Ich muss den doch irgendwie... Es geht doch nicht. Ich muss den noch irgendwie sauber kriegen. Unten ist noch eine Patronenhülse. Ich habe sie gesehen. Außerdem müssen wir noch einen Beweis sammeln. Ich denke mal, dass der wahrscheinlich im Pool drin ist. Schon eine Sauarbeit hier. Ah, natürlich geht das wieder. Moment, dann mache ich aber mal kurz. Wo ist die Patronenhülse? Bevor ich die nämlich nachher vergesse, riecht man gar nicht richtig hier. Nein, natürlich ist der wieder voll. Oh. Achtung, gehen Sie mir aus dem Weg. Hier kommt die Müllabfuhr. Jetzt habe ich mich erschrocken. Okay. So, Moment. Das nehmen wir jetzt mal. Ach du Schande, das ist auch schon wieder bis oben. Ich sag doch, das ist total unrealistisch. Ach, du bist schon wieder leer. Wieso bist du schon wieder leer? Ach. So. Dann noch mein großes Sorgenkind hier vorne. Ich habe noch immer keine Ahnung, wie ich das machen soll mit dem Pool. Aber kümmern wir uns erstmal hier drum. Das ist jetzt erstmal wichtiger. Mal das ja auch eigentlich ganz gut geht. Also gerade mit einem Hochdruckreiniger kann man solche Fliesen natürlich auch in der Realität gut sauber machen. Also ich will jetzt hier keine Tipps geben, um einen Mordfall zu verdecken oder so. Disclaimer. Da war noch was, genau. Soll ich denn da hinkommen? Ich hätte mir tatsächlich hier so ein Höckerchen kaufen sollen, habe ich so das Gefühl. Kann ich mich denn wenigstens auf die Dinger hier draufstellen? Oh ja, das kann ich. Okay, bis da kommen wir auf jeden Fall. Und natürlich ist schon wieder unser mega toller Dampfstrahler leer. Hochdruckreiniger, so. Aber es ist trotzdem weniger Arbeit, denke ich mir mal, damit, als wenn ich jetzt hier die ganze Zeit hochspringen würde. Hoppala. Böser Hochdruckreiniger. Ja. Wenn ich da noch dran komme, ist alles okay. Wieso springe ich jetzt hier gerade runter? Ist ja irgendwas, wo ich nicht draufstehen kann. Da, wie auch immer. Okay, alles gut. Nee, ich stehe hier sogar drauf, oder? Doch, ich stehe hier doch noch drauf. Das ist so hoch. Wollt ihr mich veräppeln? Entschuldigung. Ich hoffe, das Ding geht nicht kaputt, wenn man das ständig umwirft. Langsam wird es ein bisschen lästig, gerade mit den hohen Stellen. Aber was soll ich machen? Soll ich den Hocker dann da oben draufstellen? Sieht gar nicht so hoch aus eigentlich, aber... Obwohl...
könnte sein, dass es auch so... Oh, vielleicht auch nicht. Na komm, komm. Zeig mir nochmal an. Machen wir erstmal hier. Ja, ist klar. So, wie ich das vorne mache, weiß ich noch nicht so genau. Aber ich glaube, da hinten ist es soweit eigentlich. Achso, das kann ich von hier unten aus. Tatsächlich. Das sieht gut aus. Das sieht sehr schlecht aus. Eieiei. Ich dachte, das war alles sauber hier, bis auf das kleine Stückchen da vorne. Ich hätte die UV-Lampe nehmen sollen, oder? Die zeigt mir das doch an. Och ja, ist ja gut. Jetzt bin ich zu weit weg und der ist trotzdem leer. Dann. So, stellen wir das mal hier vorne hin. Was mich halt stört, ist das hier. Aber ist das irgendwie vielleicht das blaue Licht? Weil das habe ich so nicht... Das sehe ich auch so. Ich glaube, das ist tatsächlich von dem blauen Licht. Ich bin auch so doof. Dann müsste das jetzt eigentlich fertig sein. Das Problem ist, wie kriege ich diesen fucking Pool hier leer? Ich kann ja schlecht da reinwarten, oder? Müll habe ich ja auch nicht mehr, ne? Müll hätte ich vielleicht noch hier. Oh, Moment, was war das? Da waren tatsächlich noch ein paar Blutspritze. Nicht mit mir. So, jetzt sieht es aber gut aus. Was mache ich mit dem Pool? Ich habe jetzt keinen weiteren Platz mehr, wo ich hin könnte. Ich scheue mich ein bisschen davor, da reinzugehen. Theoretischerweise müsste es doch irgendwo einen Knopf geben, wo ich draufdrücken kann. Aber hier ist keiner. Ach, hier! Nein! Hier ist jetzt nicht eine Trittleiter, die ich mitnehmen konnte. Ich dachte, das ist nicht euer Ernst jetzt. Die habe ich zwar gesehen, aber nicht zum Mitnehmen. Ach, da ist das Ding. Hatte ich doch recht. Wie mache ich das denn? Ja. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich mache erstmal den äußeren Bereich hier. Wenn ich da jetzt mit dem Strahler dran gehe, mit dem Hochdruckreiniger, das wird wahrscheinlich auch nichts bringen, weil da ist halt... Wäre ja unlogisch, ne? Dadurch wird das ja auch nicht sauber. Das geht nicht. Naja, plötzlich gar nichts, genau wie erwartet. Dafür ist es jetzt wieder leer. Ich will da aber nicht reingehen. Wenn ich jetzt da reingehe, dann habe ich ja alles versaut. Gut, dann könnte ich die Beweise und so weiter holen. Aber die Frage ist dann auch, kriege ich da irgendwie das Wasser abgelassen? Ist hier irgendwo eventuell ein PC oder sowas gewesen, den man benutzen konnte, womit man es ablassen kann? Ich weiß es nicht. Aber wie kriege ich sonst das Blut da raus? Moment. Karten haben wir auch keine mehr. Das ist nur ein Badezimmer. Was bist du denn hier? Schmutzwäsche oder was? Guten Tag. Haben Sie irgendwo ein Kontrollzentrum hier? Was gibt's denn? Ich muss doch jetzt nicht in den total versifften Pool reinsteigen. Muss ich irgendwo einen Stopfen rausmachen oder was? Wollt ihr mich verarschen? Oh Gott.
Haben wir hier irgendwas eventuell? Reinigungsmittel? Ne, das ist nur Mob. Da habe ich auch nichts. Nein, du sollst das nicht rausholen. Mann, wir haben doch schon alles gereinigt. Hier ist auch nichts. Können wir hier irgendwas aufmachen? Auch nicht. Das war das von der Frau. Das war das mit dem Tee. Das können wir gar nicht machen. Und da haben wir auch schon was draus geklaut. Also gut, ich glaube, mir bleibt nichts anderes übrig, da ich hier... Was sind das hier eigentlich? Hecken. Nein, oder? Das ist jetzt nicht euer Ernst. Das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Nee, ich wollte nicht manuell. Ich weiß auch gar nicht mal, wie man überhaupt manuell hackt. Ich muss manuell hacken. Und wie soll das gehen? 3620? 3620. Hä? 3? Piece of shit. Wie soll das denn gehen? 3, 6, nee, 3, 6. Damn. Hallo. Ach so, 3, 2. Ach. 2, 6, 4. Das sind jetzt andere Zahlen, ne? Das ist das erste. 8, 2. Oh. 2. 1,9. Oh, Alter. Ich habe noch nie manuell gehackt, muss ich dazu sagen. Was ist das denn hier? Da kann man nichts machen. Okay, wo sind wir jetzt gerade? Das sieht mir irgendwie sehr gut aus. Ah. Gib dich dem Wind hin und lass deinen Geist im launischen Chaos der Himmel schweifen. Was auch immer das heißen mag. Das kann man aufheben, ist aber nichts drin. VIP? Zugang verweigert? Hallöchen. Kann man nichts rausziehen? Mit dem PC kann ich nichts hacken oder so? Echt jetzt? Nichts, womit ich hier irgendwo Wasser ablassen kann oder was? Interagiere. Interagiere. Hallo. Will er nicht. Warum nicht? Oh, hallo. Will er immer noch nicht. Hier darf ich auch nichts mehr machen. Moment, oder macht er das jetzt automatisch? Nein! Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Alter! Ich werd wahnsinnig. Ich hab echt gedacht... Ich stand so kurz davor, da jetzt tatsächlich reinzugehen, ne? Holla, die Waldfee! Und ich hab mir die ganze Zeit gedacht, irgendwo muss ich das doch abstellen. Ich hab echt diese Kammer nicht gesehen. Bin ich froh, dass ich da hinten jetzt reingegangen bin. Ich hab eigentlich gedacht, das wäre jetzt irgendwie, keine Ahnung, was, ein Gemälde oder irgendwas, was man noch anklicken konnte oder... sauber machen konnte oder so, weil mir fiel... Achso, das ist eine Pflanze. Mir ist es halt nicht aufgefallen, als ich reingekommen bin, deswegen... Oder aufgefallen vielleicht schon, keine Ahnung, aber ich habe es nicht so richtig realisiert. Deswegen habe ich jetzt gedacht, okay, hast du halt was vergessen. Machst du halt jetzt da nochmal was sauber oder was weiß ich. Aber dass das was zum Hacken ist, das hätte ich nicht gedacht. Und ich weiß jetzt auch, wie man hackt. Also manuell. Das hatte ich ja vorher zum Beispiel auch nicht. So, Moment. Was ist das jetzt hier? Die können wir nur aufheben, die Sachen. Das können wir auch nur aufheben. Da darf ich aber noch rum, ne? Keine Wasserpistole.
Ja, genau. Die nehmen wir mal mit. Die Nichtwasserpistole. Another one. M17. Da gehen wir doch mal kurz hin. M17. Was ist das hier? Beat for Bubby. Okay. Nehmen wir mit. Ich will hier nichts hören. Ich will einfach nur, dass es aufhört. Hallo? Oh mein Gott, nein. Jetzt hört es überhaupt gar nicht mehr auf. Hilfe. Oh. Wie kriege ich das denn wieder aus? Ist alles sauber? What the kids nowadays say? Not making it out of the hood with this one. Ja, das definitiv nicht. Ich wollte gerade noch nachgeguckt haben, ob man mit Escape oder so vielleicht das Ganze ausmachen kann. Und schon ist es aus. Ist doch wunderbar. Okay, das muss nach hinten gebracht werden. Das weiß ich noch. Und die Pflanze muss ja normalerweise wieder da drauf, nehme ich mal an. Wie bei der anderen auch. Oh, 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 Mann. Ich wollte gerade sagen... Das ist aber was... Ach, das kann ich auch so stehlen, ohne dass ich das ablege. Okay. Wieder was dazugelernt. Ist mir vorher noch nicht aufgefallen. Aber sehr gut. Ich habe echt gedacht, ich muss jetzt da rein... Hat er den jetzt angenommen? Nee. Ich habe echt gedacht, ich muss jetzt da rein spazieren und ja, dann hier überall Blutpfützen verteilen. Bin ich doch ein bisschen froh, dass dem nicht so ist. So. Lass mal hier unten alles sauber machen, damit ich da noch hochklettern kann gleich. Schwuppdiwupp. Sehr gut. Von hier aus ist auch ein ganz anderer Winkel. Also von hier aus kannst du es echt besser machen. Sagte sie und hat es nicht hinbekommen. Okay. Das ist, ja, das ist auch Blut. Ja, natürlich muss das genau in dem Moment jetzt wieder leer werden, wie immer. Nun gut, wir sind das mittlerweile gewohnt. Es ist nicht weniger nervig, aber wir sind es mittlerweile gewohnt. Und wie gesagt, ein echter Hochdruckreiniger, der ist halt auch nicht so perfekt. Was das betrifft. So, oben rechts habe ich aber immer noch ein paar Blutspritzer. Die darf ich nicht vergessen und nicht übersehen. Glaube. Ja, das war's erstmal. Okay. Nehmen wir das mit nach hier. Hallo? Naja, sieht ja schon edel aus, ne? Das muss man dem ja lassen. Letztendlich hat es ihm nichts gebracht. Er ist trotzdem tot, aber sieht auf jeden Fall edel aus. Okay, jetzt habe ich aber ein wesentlich besseres Gefühl. Allerdings, ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob man das anzeigen lassen kann. Ich muss mal gucken. Können wir mal eben gucken, wenn ich auf Escape drücke. Steht da alles drin, aber nichts von dem, was wir jetzt nicht wissen. Ja, schade. Wäre cool, wenn da jetzt im Vorfeld stehen würde, da sind drei Geheimnisse drin oder sowas. So dass man das dann wenigstens ja danach entsprechend abschließen kann. Aber gut, man kann halt nicht alles haben. Muss man dann im Nachhinein feststellen, ob es dann alles war oder nicht und dann vielleicht nochmal reingehen. Ich würde ja schon gerne mit 100% abschließen. Das habe ich bei den ganzen Lego-Spielen nämlich auch immer gemacht. Das kriegst du doch wieder nicht hin, oder? Da muss ich dich doch mit rübernehmen. Komm.
Reichweite ist leider nicht so toll. Okay, da unten ist noch was. Wieso haben wir jetzt hier nochmal neu? Ah ne, das sind die... Ja, natürlich geht dabei wieder was kaputt, war ja klar. So, aber jetzt hier in der Gegend ist so sonst nichts mehr, wenn ich das richtig sehe. Clean as a whistle. Hä? Das hatten wir doch in der Demo auch, oder? Dass wir noch nicht ganz fertig waren und trotzdem hat er das dann komplett gemacht. Aber gut, ist mir egal. Solange ich nicht 3 Jahre, 5 Stunden für das Spiel brauche. Ich meine, wir sind ja jetzt auch schon weit über 1 Stunde, glaube ich, hierfür dran. So, die sind noch nicht kaputt. Muss man mal gucken. Wenn die jetzt hier drin stehen, sieht das vielleicht auch ein bisschen komisch aus. Sollten wir sie mal nach draußen stellen? Ach, das ist wieder das Licht, was ich hier sehe, ne? So. So. Dann haben wir hier noch einen. Dahin. Und der soll ja irgendwo hier vorne hinkommen. War das hier? Ja. Das dann natürlich da drauf. Perfekt. Den packen wir mal komplett mit ein. Ich weiß nicht, ob ich den noch brauche. Aber brauche ich ja eigentlich nicht. Ich muss nur noch den Müll loswerden. Ja, irgendwo soll hier noch Müll liegen. Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Muss ich jetzt... Oh. Muss ich jetzt irgendwo nach irgend so ein Fisselchen an Müll suchen? Oder ist das wegen dem, was ich jetzt dabei habe? Hier ist auf jeden Fall nichts drin. Hier sehe ich jetzt spontan auch nichts. Vielleicht irgendeine Patrone oder sowas übersehen? Hä? Werde den Müll los. 0%. Ja gut, hier ist aber auch kein Müll drin. Und hier ist 99%. Hier irgendwas nicht mitbekommen? %99. Das gilt auch noch. Hallöchen. Okay. Ich meine, das ist auch Müll. Ob der jetzt gemeint ist, ich bin mir nicht sicher. Die Sachen würde ich gerne für mich persönlich mitnehmen, kann ich aber leider nicht. Hier steht nichts drin. Aber dieses VIP, wie kann ich das denn öffnen? Keine VIP-Karte erkannt. Das wurmt mich, ne? Das wäre bestimmt noch ein Geheimnis. Was ich jetzt aber ehrlich gesagt auch nicht... lösen kann. I forgot about things. Von rot auf grün. Ach so, von rot auf grün. Und wenn ich dann fertig bin, kann ich das Wasser wieder anlassen, oder wie? Also reinlassen. Ich meine, gut, die könnten das natürlich auch selber weggemacht haben, davon mal abgesehen. Aber der zeigt mir hier nirgendwo noch Müll an.
Das ist doch nicht normal jetzt mit den 1% hier. Oder ist das jetzt der Müllsack, den ich noch habe? Das damit irgendwie zu tun? Ich bin mir nicht sicher. Müllsäcken sorgen 5. Eingang und Umkleideräume. Werde den Müll los. Ja, aber das ist doch kein Müll hier. Also. Ja, gut, die Zigarette. Die kann man aber auch nicht da reintun. Ach, hier ist noch was. Och, das ist nicht euer Ernst jetzt gewesen. Oh, alle Aufgaben erledigt. Ich laufe jetzt nochmal zur Sicherheit überall eben durch. Aber hier steht immer noch, werde den Müll los? Nein. Alle Aufgaben erledigt. Oh, das ist nie euer Ernst jetzt, oder? Also das mit dem VIP, ehrlich gesagt, das stört mich immer noch, dass ich da keine Karte für bekommen habe. Ich gehe nochmal hier überall durch. Hier ist auch alles erledigt. Da ändert sich auch nichts. Und hier steht jetzt auch alle Aufgaben erledigt. Okay, ja, super. Dann haben wir es endlich geschafft. Dann. Ja, möchte ich. Jetzt bin ich mal gespannt. 100% Blut, 100% Müll, 100% Möbel. Wir haben wahrscheinlich... Ja gut, Beweise haben wir logischerweise alle. Leichen ist auch klar. Wir haben wahrscheinlich nicht alle Geheimnisse, weil dieses VIP alleine haben wir ja schon nicht. Wahrscheinlich auch einiges mehr nicht. 7500 plus nochmal 2750 gestohlene Gegenstände. Das ist doch immerhin schon mal was. Können wir mit leben. Unsere Fertigkeitspunkte haben sich erhöht. Ja, ich wusste es. 2 Kassetten von 3. 2 Geheimnisse waren es tatsächlich nur. Ich hätte jetzt gedacht, ja gut, das eine ist das mit dem mit dieser VIP-Karte bestimmt gewesen. Das andere, ich habe absolut keine Ahnung. Nun gut. Dann würde ich mal sagen, dass wir jetzt hier einen kleinen Cut machen. Beziehungsweise mal eben gucken, ob noch was kommt, wenn wir zur Wohnung gehen. Relax, take it easy. Trial by Blood. Perfekte Mission. Ja. Diesmal kommen wir hin. Wir haben noch keine neue Aufgabe. Wahrscheinlich klingelt gleich unser Telefon. Dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut und wir sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.